So, theoretisch könnten wir hier eine Hütte hinbauen. Dann hätten wir wieder Pioniere, die wir natürlich übelst besteuern, um ein Gold zu bekommen. So, die werden dann auch möglichst bald... Ah, der Arzt ist unterwegs. Er hat einen langen und beschwerlichen Weg, den er langsam auf sich nimmt und dann die Krankheit zurecht. Ein Reisender hat die Pest in eure Siedlung eingeschleppt. Ja, das weiß ich doch, mein Freund. Er wird geheilt werden, der Reisende. Und voller Freude frohlockend wird er dann von dannen springen, von Zinnen zu Zinnen und dabei ein Liedchen singen. Und es wird heißen Greensleeves. Eure Flotte ist um ein stolzes Schiff reicher. Reicher! Wir sind so reich! Wir haben ein Schiff gebaut! 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 Gebaut, gebaut, gebaut! Gebaut! So, ja, was soll ich sagen, wenn ich lügen wir. Wir brauchen Steine, würde ich sagen. Ich habe ein bisschen Angst, jetzt meinen Bewohnern wieder Baumaterialien zu geben, weil ich so die Befürchtung habe, dass dann die Bedürfnisse meiner Einwohner explodieren. So, aber was ich auf jeden Fall brauche, ist 1, 2, 3. 1, 2, 3 und... Ne, da habe ich noch. Die würde ich eigentlich ganz gerne mal voll lassen. Hallo Maus. Bleibst du bitte hier? Dankeschön. Irgendwie habe ich dieses Gefühl, dass die Batterien von meiner Maus, die... Oder die Funkverbindung ist unterbrochen. Das kann auch sein. Ich habe mich lange gegen Funkmäuse gewehrt, aber gerade momentan ist es halt so, dass bei mir, bei der Maus, bei der Rockhard, die ich habe, das Mausrad ein bisschen blöd ist. Deswegen steige ich halt hier auf meine Wireless Logitech um. Ja. Und ich finde es gerade momentan sehr angenehm, hier keine Kabel rumliegen zu haben. Ansonsten bin ich nicht so der Freund von diesem ganzen Funkgedönse. Aber diesmal ist es echt okay. Okay. So. Also. Hier passiert erstmal gar nichts, soweit ich das sehe. Da ist erstmal kein großes Drama am Laufen. Ja gut, die Stoffe, die machen mir gerade Sorgen, glaube ich. Wir können mal verkaufen und Stoffe sagen. Ja. Es kann gut sein, dass es jetzt wieder besser wird. Aber ich glaube, es ist im Grenzbereich. Das heißt, vielleicht sollte ich sogar mal Baumwollfarmen anschmeißen. Ja, ich bin fast am Überlegen, ob wir hier... Also das war jetzt fast ein bisschen dämlich, muss ich gerade zugeben. So, ich bin fast ein bisschen am Überlegen. Okay, das klappt nicht. Dann würde ich doch sagen, wir bauen hier direkt eine Goldschmiede hin. Na, dankeschön. Ach... Okay, ich hätte doch Werkzeug mitbringen sollen. Na gut, dann machen wir uns halt ein weiteres Mal auf den Weg, auf den lustigen. Hihi.
So, wir können übrigens mal überlegen, ob wir hier nicht einen Platz hinsetzen wollen. Und da, und da, und da. Da, und hier vielleicht auch. So. Also quasi einen Knotenpunkt Platz. Ein Platz an den Knotenpunkt. Einfach damit mir... Ja, okay. Also dann kann ich das Holz sogar so gewarnt wieder zurückschmeißen. Und zack. Und dann würde ich zum Werkzeug gehen und sagen 10-20. Das sollte mir reichen. Und dann würde ich es da wieder runterschieben. Ich darf nicht vergessen. Nicht vergessen. Dass ich ja unterschiedliche Werkzeuge benötige. Also, dass ich kein Metall mehr habe. So. Wir könnten aber in der Theorie Eisen einkaufen. Da würde ich doch mal schauen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Sagen wir 90, ne? Der hier oben hat nicht zufällig Eisen. Wie gesagt, ich würde es eigentlich ganz gerne versuchen zu vermeiden, ihn voll platt zu machen. Das würde ich echt gerne versuchen zu vermeiden. Dam, dam, dum, dum. So. Tabak habe ich eigentlich noch genug. Ich bin halt gerade am Überlegen, ob ich jetzt vielleicht auch noch Tabak bauen sollte. So, du bist da, dann legen wir doch mal hier das Werkzeug ab. Und dann würde ich doch mal sagen, wir bauen hier eine Goldschmiede. Ich wollte gerade sagen, eine Werkzeugschmiede, aber das stimmt ja nicht. Super, und der holt sich das Gold direkt aus dem Ding raus. Aus dem Kontor. Dann hätten wir hier noch 4 Tonnen. Das heißt, der kann ruhig wachsen. So, und dann würde ich eigentlich fast sogar sagen, hier Platz. Bäm. Genau, dann geht es nämlich viel schneller. So, und hier hätte ich sogar noch Nahrung. Kommt denn die her? Die würde ich sogar einladen. Nahrung. Und nach Hause karren. Einfach damit wir sie da haben. So, und die Frage ist, haben wir jetzt bald Schmuck? Wir haben schon eine Tonne Schmuck. Können wir theoretisch auch schon direkt verkaufen? Für 450 die Tonne. Boah, das ist so genial. Also Schmuck haben ist echt eine tolle Sache. So, die Betriebskosten. Keine Ahnung, wie viel das gibt eigentlich.
aber es ist echt fein. So, die 4 Tonnen Gold, die haben wir immer noch. Wo kommen denn jetzt eigentlich die... Ach so. Die sind ja jetzt leer. Okay. Da, 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 da. So, die Überlegung, die sich jetzt halt stellt, ist einfach wirklich... Vor allem, wenn wir halt Gold verkaufen können und Eisen einkaufen, dann wäre das echt ein super Geschäft. Also dann bräuchte man halt wirklich überhaupt nicht... Da könnten wir uns total entspannen und total chillen. So. Ach ja, warte mal. Ich habe da ja ein Schiff jetzt. Haha. Haha. So, dann würde ich hier mal noch mal die Lebensmittel ausladen. Dann würde ich mal hier hochdüsen. Und hier... einfach mal schauen, was denn der überhaupt für Ressourcen hat. Vielleicht hat er ja eine gigantische Eisenerzmine. Und dann ist er leider tot. Aber eigentlich nicht. Aber der braucht gar nichts, oder? Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Tabak und Weintrauben. Aber Eisenerz hat er nicht. Eisenerz hat er nicht. Glück für ihn. Glück, Glück. Okay. Ja. Ja, ja. Was sage ich jetzt? Was tue ich nur? Meine Einwohner kriegen keine Baumaterialien. Das ist ja eigentlich schon mal ein guter Indikator für was weiß ich was. Okay. Oh, ich habe schon wieder meine Lebensmittel verkauft. Gut, dann können wir sie ja eigentlich wieder zurückkarren und nochmal probieren, die da unter den Mann zu bringen. Wie schaut's denn hier mit Schmuck aus? Eine Tonne Schmuck. Verkaufserlöse 131. Betriebskosten 113. Andersrum. 113 und 130 Betriebskosten. 20 Einwohner. Bilanz minus 18. Und der Schmuck ist schon wieder weg. So. Wie viel Gold habt ihr? Immer noch 4. So, eigentlich solltest du das nicht abholen. Das macht mein Gemüsefuzzi. So, und jetzt haben wir hier wieder eine Tonne Gold und die kommt auch wieder weg. Wunderbar. Theoretisch kann ich sogar noch eine Goldmine von der anderen Seite anbauen, oder? Wird es gehen? Das würde sogar gehen. Das heißt, ich könnte noch schneller Gold fördern. Ich könnte noch schneller Goldschmied machen. Und ich könnte das... Also theoretisch könnte ich ja hier auch einen Kai hinbauen. Nee, so wäre das. Pam. Also das würde sogar theoretisch gehen. Ob das so sinnvoll ist, sei es mal dahingestellt, aber es würde theoretisch gehen. Damit könnte ich halt quasi im Prinzip meine Produktivität für Gold steigern. Und ich müsste ja nicht mal, eine neue Goldschmiede bauen. Es würde ja schon reichen zu sagen, ich habe einfach nur eine neue Goldmine.
So, und die Sache mit den Einkäufen von dem Eisenerz, das klappt ja super. Ich glaube, die trete ich wieder in die Tonne. Einkaufen. Zack. Und dann kaufe ich sie nochmal ein. Und diesmal lasse ich die Preise halt genauso, wie sie sind. Vielleicht kriege ich dann welches. So, dich können wir wieder wegschmeißen. Okay, 115 Tonnen habe ich also an Kapazität. Wunderbar, dann habe ich das auch hinbekommen. Okay, dann kannst du da eigentlich mal ein bisschen pausieren. Ich denke, ich mache jetzt auch mal wieder eine kleine Aufnahmepause. Ich bedanke mich an dieser Stelle für eure Aufmerksamkeit. So, wir speichern schon. Spielstand gespeichert. Ich hoffe, ich weiß. Ach komm. Wir speichern Spielstand auf dem ersten gespeichert. Platz. Es ist schon okay. Wir haben halt keine Erzmine mehr. Es ist ein bisschen kacke, dass wir keine Erzmine mehr haben. Es ist ein bisschen kacke, dass uns das Eisen ausgeht. Vielleicht kaufen wir ja welches, das wäre ganz famos. Wir werden es sehen. Ich bedanke mich an dieser Stelle erstmal für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch noch eine tolle Zeit. Cheerio, genau, Cheerio. Cheerio mit O. Man sieht sich, macht mich froh und so. Und auf Wiedersehen.